So, hallo und herzlich willkommen zu einem Part von Far Cry. Minecraft. Zu einem Part von Minecraft. Diesmal mit meinem Freund das Geweih. Begrüßt. Piss dich mal. Begrüßt das Freund, mein Freund das Geweih. Und weil frohe Weihnachten alle zusammen. Ich melde mich wieder zurück. Ich habe ein paar Auszeit genommen, ein bisschen Auszeit genommen. Und jetzt bin ich wieder da für euch und ready to play the Hardcore Mode of Minecraft. Und das wird auf jeden Fall der letzte Minecraft Let's Play sein, so hoffe ich, so denke ich. Weil ich habe mir so viele geile neue Games zugelegt, die ich vorhabe zu spielen mit euch. Zum Beispiel The Walking Dead. Das ist zwar schon ewig alt, ich spiele auch keine neuen Spiele. Ich weiß, ich suck eigentlich, oder es suckt eigentlich hart, warum ich keine neuen Spiele spiele, aber ist mir relativ waste. Und beginne ich gleich mal mit einem hier überragend spannenden Bau der Mauer. Begleitet werde ich von der Beethoven-Symphonie, die zweite. Ein Orchester der Bochumer Philharmoniker, trotz Geweih. Und wir übernehmen nun die Arbeit des Komponisten, der darauf bedacht war, ein gewisses Gefühl der Harmonie in das Ganze zu bringen. Und der Komponist versucht das mit Hilfe des Stilmittels, das wir gemeinhin nennen Musik. Und nun endet die Musik. Yeah. Was bringt es hier, die Mauer hochzuziehen? Ich habe einen Rückziehort. Und ich habe ja schon große Pläne. Das habe ich ja letztes Mal erklärt. Den Baum hier, den lasse ich. Ich mag den. What the? Ich stehe dran, was ich in der Hand habe. Es gibt ein neues Update, 1.4.6. Ich weiß nicht, wie neu, aber ich habe es auf jeden Fall jetzt noch nicht. Ich habe es gerade eben erst geladen. Und es steht dran, was ich in der Hand habe. Bow. Steak. Iron Axe. Ultimatives Schwert. Nice. Gefällt mir. Oh, ich habe 4 Diamanten dabei. Oh, das ist nice. Und noch kein Obsidian. Aber eine Diamanten-Pickaxe. Ja, genau, da haben wir letztes Mal aufgehört. Und hier drin schmelze ich noch schöne Sachen. Zum Beispiel was zum Essen. Das freut mich. Und ich muss leider wieder runtergehen und runter in die Erde gehen und mir Obsidian holen, damit ich hier Leute verzaubern kann. Mich verzaubern kann. What? Regen, du bist zu laut. Regen, du bist zu laut. Ruhe jetzt. So ein lauter Regen aber auch. Ja. Dann begeben wir uns nach unten. Wo waren wir? Wir haben doch irgendwo uns nach oben gegraben. Was ist da los? Hallo Creeper. Na, wie geht's dir? Wir waren an Weihnachten, Creeper. Ah. Ja, meins war auch nicht so nice. Muss nicht gleich so reinschauen. Nein, ist schon okay. Hey, du musst mich nicht umarmen jetzt. Ist okay. Ich will jetzt nicht, dass... Spinne ist auch da. Wie war dein Weihnachten? Wie war dein Weihnachten? Ich hab gesagt... Nein! Ich will dich nicht töten. Tut mir leid. Ich will niemanden. Creeper, schau mir nicht so an. Schau mir nicht so traurig an. Okay. Ja, die Welt ist hart. Auch du musst mal sterben. Auch der Regen ist mir jetzt immer noch zu laut. What the holy, das war mal... What the... Fehler. Regen, du bist mir zu laut. Stirb. Der Sound der Zufriedenheit. Ich mach ihn doch wieder an. Tja, Regen, jetzt bist du ganz schön leise, gell? Was hältst du davon? Ja. Das sagen sie alle. Das sagt jeder Regen. Und dann ist er doch... Ist er doch kaputt. Wow, eine Creeper-Family. Eine Creeper-Family. Oh, ist das schön. Eine ganze Familie. Papa Creeper, Mama Creeper. Wo ist ein Sohn Creeper? Ist das Onkel Creeper? Du hast deinen Freund umgebracht. Creeper, du hast deinen eigenen Spezie umgebracht. Du solltest dich schämen. Schau mal, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Du stirbst. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, Schleim? Ja, ist heftig, gell? Schau dir diesen Friedhof an. Schau ihn dir an. Den Au. Schleimi.
hatte gehofft, du bist nicht so. Du bist nicht so. Aber doch, du bist so. Ich freue mich, dass ich kein Texture Pack Update machen muss. Oh no. What the? Enderman. Was machst du da? Enderman. Was war das? Was war dein Plan, Enderman? Was hast du getan? Whatever. Ich hole mir auf jeden Fall mal eine Schaufel. Und dann gehe ich unter die Erde. Weil der Regen, der regt mich auf. Ich mag ihn nicht. Gunpowder brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich schon. Und ich baue mir eine schöne Schaufel. Er baut sich eine Schaufel. Und diesmal geht. Wow. Die sind 3D. Wow. Sachen, die am Boden liegen, sind 3D. Wow. Habt ihr das gesehen? Nein. Sie sind einfach nicht richtig. Egal, ich muss mal ein Update holen für das Texture Pack. Ich glaube, dann ist gut. Ja, whatever. Wir graben hier. Nein, wir graben. Wir graben. Hier. Perfekter Platz. Der Ort ist dafür geschaffen, um eine Mine daraus zu werden, daraus zu bauen. Oh, da haben wir schon, da haben wir es schon. Man kann sehen, das Texturenpaket ist nicht upgedatet. Napkin, du sagst. Man kann leider nichts machen. Aber, wow, ich muss mich mal wieder ein bisschen anstrengen, hier was zu machen. Obsidian wollte ich machen und ich muss das Fenster hier mal schnell entfernen. So, weil ich habe mich immer selbst gesehen. Das habe ich nicht, das halte ich nicht aus. Ich sehe mich den ganzen Tag selbst und jetzt habe ich Eisen übersehen. Und ich habe jetzt keine Lust mehr, mich zu sehen. Nein, es reicht jetzt auch. Es reicht jetzt. Mich selber sehen, es reicht jetzt. Irgendwann denke ich mir, es reicht jetzt manchmal. Und ja, da habe ich auch eine Geschichte. Da habe ich eine Geschichte für euch. Vom Hasen Karl. Kennt ihr den Hasen Karl? Der Hase Karl, der hoppelt über Wiesen und Felder. Fröhlich jeden Tag hoppelt der Hase Karl über Wiesen und Felder. Bis er eines Tages erschossen wird vom Jäger. Und nun die Geschichte von Steinen. Steine. Wisst ihr, wie lange es schon Steine gibt? Lange. Steine sind schlauer und weiser als wir alle, weil Steine sind schon immer da gewesen. Und vor allem, was Steine besser wissen als niemand sonst, ist, was passiert ist an einem bestimmten Ort. Denn Steine bewegen sich normalerweise nicht so viel. Und wenn es einen Stein gibt, der sich nicht bewegt hat in der ganzen Zeit, dann weiß der Stein besser als jeder andere, was da war. Schon immer. Und das sollte dir zu denken geben. Das sollte dir zu denken geben. Hör auf, Steine! Wenn sie dir was sagen. Hör auf sie. Oh, ich höre Wasser. Ich höre Wasser. Ich höre es ganz genau. Jetzt kann ich ja wieder Sound ein bisschen laut machen. Schon besser. Wow, das ist ein bisschen zu laut. So. Aber ich höre Wasser. Es ist aber da unten. Oder links und rechts neben mir. Kies. Ich komme durch Kies schnell durch. Ich grab mal hier ein bisschen Kies weg. Hier ist Wasser. Wo ist Wasser? Da! Wow, ich bin so gut. Wasser entdeckt. Ist da jemand in der Höhle unten? Hallo? Hallo? Oh! Das ist aber eine schöne Höhle. Schön haben wir es hier. Eine äußerst schöne Höhle. Ich muss schon sagen, ich habe selten solche schönen Höhlen mit solch geilen, schönen Steinen gesehen. Der sogenannte Steineffekt hier, der lila Steineffekt, der ist ganz normal. Hallo? Ist hier jemand? Nö. Warum ist hier niemand? Die Höhle ist ja. Warum ist die Höhle so verlassen? Ist doch eine schöne Höhle. Wieso will hier niemand wohnen? Wieso will hier niemand wohnen? Vermutlich, weil es stinkt. Nach Pilzen.
tue mal hier ein bisschen Pilze. Und da kommt schon der nächste. Ja, ja, ich vermiete. Ich vermiete diese Höhle an Zombies und dergleichen. Und das, ich säuber das für dich, Zombie, mal schnell von stinkenden Pilzen. Ich mag die auch nicht. Ich finde, die stinken, die Pilze. Ich weiß auch nicht, warum die Leute das Pilze essen. Pilze stinken doch nach Pilz. Ein Pilz stinkt mir ganz gewaltig. Und dann, wenn es stinkt, dann nennen die Leute Schimmel und mögen es nicht. Aber essen tun sie es trotzdem noch manchmal. Verstehe ich auch nicht, gell, Zombie? Oh, was hältst du davon? Ja, ja, das hätte ich auch gesagt. Kannst du meine Sprache überhaupt, Zombie? Soll ich in deiner Sprache reden, in Zombisch? Holy sh! Gar kein Problem für mich, gar kein Problem. Au. Zombie, lass das. Hör auf, mich zu hauen. Zombie, hör auf. Hallo. Hallo, Creeper. Nein, geh nicht in... Ich will doch dein Gunpowder. Du sollst nicht sterben. Yes, Gold, nice. Yes. Yes, ich sehe es. Lava ohne Wasser. Shit. Da ist Wasser. Wir könnten das so geil leiten. Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Da kommt ein Cobblestone bei raus. Oh, da unten. Da unten. Und hier sind überall Zombies und Sachen. Hallo? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist böse hier. Da kommt alles auf den Kopf geflogen. Bitte fliegt mir nicht auf den Kopf. Zombie, du sollst nicht ertrinken. Trinke nicht, Zombie. Da ist Obsidian. Wow, ich siege. Ich siege. Ich habe mir schon wieder vergessen, einmal Wasser mitzunehmen. Ein Eimer Wasser mitnehmen ist nämlich der Trick. Weil. Komm, wir würzen es mal. Weil, dann kann ich Lava immer töten, wann ich will. Und wir leiten jetzt optimal das ganze Zeug hier um. So. Oh. Wir machen das jetzt mal ultra schlau. Ist das. Sehr gut. So, Lava. Ja, so hast du nicht gedacht, Herr Lava. Jetzt musst du leider sterben. Wir müssen alle mal den Löffel abgeben. Und du bist jetzt auch weg. Ich habe keine Fackel mehr. Das ist sehr schade. Zack. Und Fackeln. Sehr gut. Sehr gut. Redstone noch. Das ist schön. Das war gerade gefährlich, was ich gemacht habe. Einfach nach unten bauen. Ich wäre fast in Lava gefallen. So, und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Wasser. Ich muss es weg. Ich muss es loswerden. Wow. Hallo. Spinne. Schön, dass du da bist. So. Gibt es irgendwas Wichtiges zu sagen? Wasser fließt nicht mehr. Ah, das ist schade. Oh, das ist dumm. Oh, doch, da war ich so. Nee, egal, die Lava kann ruhig da bleiben. Shit, ich bin so dumm. Stirb jetzt mal, Wasser. Kämpf an. Kämpf gegen die Strömung. Kämpf an. Yes. Ach, sehr schön. So. Und auch hier sorgen wir dafür. Wow. Dass das Wasser hier so schön wegbleibt. Weil irgendwie mag ich auch Wasser. Oh, nice. Gold. Ich mag auch Wasser nicht so unbedingt irgendwie. Wasser, ich mag es nicht. Das ist so komisch laut. Wasser ist laut. Obwohl, naja, ich bin eigentlich süchtig. Süchtig von Wasser. Jeden Tag. Ich trinke jeden Tag Wasser. Süchtig. Naja. Bloß ein Gravel hier. Braucht kein Mensch. Bauen wir mal ein bisschen Gravel hier. Und sorgen dafür, dass das Wasser hier mal wegkommt. So. Sehr schön. Sehr gut. Oh, ich hab kein Gravel mehr. Oh ja, da muss der Cobblestone her. Wasser hat aufgehört zu fließen. Doch nicht. Ich habe schon gedacht, das Wasser hat aufgehört zu fließen. Aber nein, ich habe mich zu früh gefreut. Was wird das hier? Was mache ich da überhaupt?
Oh, das war schlau. Gut, das war's aber jetzt, oder? Egal, jetzt kommt überragendes Obsidian abbauen. Und dann bin ich mächtig. Mächtig. Weil dann... So. Weil dann bin ich, habe ich meine verzauberte Rüstung. Und dann geht dieser Let's Play für immer. Für immer! Ja. So, Obsidian abgebaut. Eben jetzt. Und ich baue hier unten den Stein aber ab. Das ist der große Tipp. Der große Tipp von Napkin, dem Weisen. Man baut den Stein unten drunter ab, weil sonst ist unten drunter Lava. Würde ich jetzt hier testen, wo hier Lava ist. Schon mal da. Hier ist zum Beispiel Lava. Und das weiß ich jetzt. Das heißt, der Obsidian da oben drüber kann ich nicht einfach abbauen. Ich muss vorher die Lava loswerden, weil sonst fällt mir der Obsidian in die Lava und ich habe ihn ganz umsonst abgebaut. Das wäre doch doof. Und deswegen baut man immer den Stein ab, auf dem der Obsidian liegt. Ja. Und das mache ich jetzt, habe ich jetzt auch gut gemacht hier. Oh, ich bin nicht mal voll Leben. Ich sollte mal was essen. Essen macht nämlich Spaß. So. Oh! Hallo Lava! Sehr gut. Wie war euer Weihnachten? Also mein Weihnachten war... Ich habe gegessen. Ungefähr viel. Ich hoffe, euer Weihnachten war ähnlich wie meins, denn Essen gehört zu Weihnachten dazu. Ich habe auch 50 Kilo zugenommen mindestens. Und das sieht man jetzt nicht so genau, weil ich habe mir extra... Nein, Skelett, nein! Stirb nicht! Wo bist du? Bist du da? Skelett! Nein! Skelett, auf! Sterb nicht! Sterb nicht! Ich will, dass ich dich töte. Oh. Schon gedacht. Hallo Zombie. Hab ich nicht irgendwo noch meinen Dungeon? Ich hab doch noch einen Dungeon hier in der Nähe. Ja, ich hab einen Dungeon hier irgendwo. Oh, hallo Lava. Beeil dich bitte. Danke. Und dann hole ich mir den Dungeon, hole mir XP. Jetzt habe ich auch genug schon. Jetzt habe ich genug Obsidian. Bauen wir jetzt mal. Habe ich jetzt auch genug, oder? Und damit ist der Part auch schon zu Ende. Das war's auch schon. Acht Obsidian. Ja, jetzt ist schön. Einer noch. Und der Skelett schießt mich ab. Das ist doof. Ich duck mich mal so geil. Hehe, Skelett. Das griffst du mich nicht mehr. Und, hallo, Skelett. Das Wasser ist ja voll die Mauer, ey. Ich mag Wasser. Gib mir einen verzauberten Bogen. Ich hab's genau gesehen, du hast einen verzauberten Bogen gehabt. Jetzt ist er weg. Oh. Mädels, ich hab Hunger. Ist da oben ein Dungeon? Kann es sein, dass da die ganze Zeit Skelett spawnt? So vor, als ob die ganze Zeit Skelett spawnen würde. Wäre natürlich nice. Und dann kann ich mir wieder so ein XP-Farm bauen. Genau. Wie viel Obsidian habe ich? Habe ich ja schon gesagt. 9 Stück. Oh, 9. Nice. Das ist schon mal gut. Dann beende ich den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch so ein bisschen müde wie ich, sodass der Part hier euch nicht euch ein bisschen amüsiert hat, aber euch nicht zu überstrapaziert hat. Das hoffe ich. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt. Ich spiele ein bisschen Minecraft. Oh. Was war schlau? Das war schlau. Lava, geh weg. Aber geh weg. Die Lava hört auf mich. Sehr nett. Und ihr. Nein. Zombie, das Lava, gell? Lauf nicht in die Lava rein. Oder soll ich dir sagen... Soll ich sagen... Das war jetzt gerade Zombie und meinte... Zombie, da ist Lava, pass auf. Naja. Ich sollte mir vielleicht. Vielleicht sollte ich mir. Nein! 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 Ich sterbe nicht, nein!
Wow, überragende Feueranimation. Okay, ich hole mir das Texture Pack. Jetzt gleich. Hör auf zu brennen. Hör auf zu brennen. Holy. Ich hole mir jetzt das Texture Pack Update. Und dann haben wir wieder normale Animationen. Alles normal. Und ich sollte schauen, dass ich rauskomme hier, bevor ich jetzt sterbe. Weil so weit war ich noch nie. Ja, in einem Hardcore-Level. Ja, doch, ich war schon mal weit in einem Singleplayer, wo ich ohne euch gespielt habe. Aber ohne euch macht's dann doch einfach keinen Spaß. Wisst ihr das? Es macht einfach keinen Spaß ohne euch. Genau. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Warum töte ich die Fledermäuse? Ich will das nicht. Warum mache ich sowas? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.